Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sniper Elite 5 im Multiplayer-Modus. Es geht los in den Trident Brückenkopf. Eine Karte, die wir schon kennen, die wir schon oft gespielt haben, wo wir aber schon lange nicht mehr hier gewesen sind. Und wir sind jetzt gerade in der kleinen Aufwärmrunde doch ziemlich abgegangen. Und ich hoffe sehr, dass wir das Ganze hier auch so weiterführen können. Na, da geht's ja schon mal ordentlich ab. Einziger Unterschied zu den Servern bisher, man sieht's, ich drücke gerade die Leertaste und normalerweise würde sich die Zielhilfe ja anschalten. Also das kleine Fadenkreuz, damit man ein bisschen besser zielen kann und auch weiß, wenn's Fadenkreuz rot wird, da ist ein Gegner, den triffst du auch. Das gibt's hier nicht. Einziger Vorteil natürlich, wir müssen nur auf den Schädel schießen und treffen trotzdem, denn ich glaube, es gibt hier keinen Geschossabfall, es gibt hier keinen Wind oder sonst irgendwas, also das Zielen geht doch relativ einfach, aber man muss sich eben doch ein bisschen zusammenreißen und ich hoffe, dass das funktionieren wird, denn die Einspielrunden gerade eben, die waren wirklich gut und ich hoffe sehr, dass wir hier jetzt anknüpfen können an das. Schauen wir mal. So, wie schaut's denn da unten aus? Ah, guck mal. Siehste, geht schon mal gut los. Revolutionary wäre schon mal erledigt. Sehr schön. Huch, Nachschub, hallo. Na gut, Freunde. Und dann guck mal. Hoi. Da fliegt uns erstmal alles um die Ohren. Dann gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, da drüben wird wohl auch jemand stehen. Und wir müssen nicht lange darauf warten. Ein Gegner? Nee, ist ein Panzer. Da drüben brennt gerade alles. Interessant. Aber da unten treibt sich ja normalerweise auch immer irgendjemand rum. Ich meine, der Server ist nicht brechend voll. Naja, wobei mittlerweile schon. Fehlen nur noch 3 Plätze. Also da sollten wir schon ein paar vor die Linse bekommen, vermute ich mal. Aber hier schaut es tatsächlich ziemlich leer aus, wenn du mich fragst. Tatsächlich niemand hier? Na, ist ja ein bisschen mau. Eigentlich habe ich gedacht, dass da ordentlich abgehen wird, weil ja normalerweise da drüben ein großer Spawnpunkt ist. Na, zeig dich, mein Freund. Zeig dich. Ich warte schon drauf. Ich warte schon auf dich. Oh, ist schon weg. Blind Eye. Alles klar. So schnell kann es gehen. Wo soll ich hinlucken? Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht mal unsere Position wechseln, denn hier ist irgendwie nicht so wirklich viel zu tun. Okay, wollte gerade sagen, da ist einer und snipert, aber das ist ein anderer zum Glück. Also, ein Stein wahrscheinlich. Sieht aber voll so aus, als ob da jemand mit dem Scope stehen würde. Ist nix. Alles klar. Hab schon einen Schock bekommen. So, da unten ist tatsächlich wirklich komplett leer. Mal gucken, ob wir seine Revolutionary nochmal holen können. Wenn der hier mal ein bisschen drüber guckt, haben wir vielleicht eine Chance. Der nächste spaziert da hinten rum. So, das sollte er gewesen sein. Sehr schön. Okay, aber jetzt ist, glaube ich, wirklich mal Zeit, dass wir die Pusi wechseln. Nee. Wir waren lang genug auf einem Fleck. Nochmal ein bisschen Nachschub, den schnappen wir uns. Gucken wir mal, ob wir hier jemanden sehen auf die Schnelle. Ansonsten gehen wir mal ein bisschen weiter nach rechts rüber, würde ich sagen. Und schauen mal, ob wir von da oben was erledigen können. Boah, steht schon 16 zu 5, Freunde. Das geht aber hier rasant. So,
So, mal gucken. Da sollte uns theoretisch niemand so schnell treffen können. War da gerade einer? Ja. Ja, der geht nach unten. Oder deutet es zumindest an. Was ist denn hier los? Achso, da brennt so ein Zeppelin ab, alles klar. So, Sam ist auch schon außer Gefecht. Da unten ist tatsächlich auch ziemlich ruhig. Das wundert mich, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal mit dem Fernglas hier rum. Weil es doch ein bisschen... Na gut, wir sind generell ein bisschen auffällig da oben gerade. Aber noch auffälliger ist es eben mit dem Scope. Und mit dem Fernglas können wir sogar noch ein bisschen weiter reinzoomen, bis zur 20-fachen Vergrößerung. Ah, da ist der Toro sogar schön am Boot. Na, guck mal einer an. Cool. Deswegen räumen wir hier so ordentlich auf. Weil wir mittlerweile das Boot schon infiltriert haben. Aber wo sind denn alle anderen? Warte mal, ich muss mal gucken. Nicht, dass die schon hinter uns spawnen. Nee, da sind wir. Das heißt, die müssen hier irgendwo spawnen. Da haben wir die LST-583, die LST-241. Also alles noch in bester Ordnung. Oh, 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 oh. So viel dazu. So viel zur besten Ordnung. Ich würde gerne mal diesen Sam da drüben erledigen, aber ich habe keinen Plan. Da ist... Scheiße, da hat er uns. Da hat er uns. Wir ihn und er uns, die Kugeln sind parallel geflogen. Einer hat den anderen und tatsächlich gibt's eine Killcam. Alles klar, die wissen also, wo wir sind. Oder war das gerade nur fürs Zuschauen? Ich weiß es gar nicht. Ich hab nicht mehr vor, so oft zu sterben. Na, 4-1, das geht definitiv gut. Der andere hat zwar schon 8. Der Toro hat nur 1. Der platziert sich da drüben zwar am Schiff und hat anscheinend noch nicht wirklich viel erreicht damit. Oh je. Ich robbe mal hin. Mal gucken, ob das was wird. Da sollte uns nämlich normalerweise keiner treffen können. So. Verblutet in 14 Sekunden. Bitteschön. So, dann lässt er gleich mal ein Magazin liegen, vor lauter Freude. So, schauen wir mal, dass der auch ziemlich schnell verblutet. Na, wiederbeleben ist nicht, mein Freund. Wiederbeleben ist nicht. Scheiße. Fuck. Hätte noch ein bisschen weiter rübergehen müssen. Okay, mal gucken, ob der auch kommt uns zur Rettung. Vigova ist am Weg. Alles klar, das schaut gut aus, Freunde. Das schaut gut aus. Sehr schön. Das ist ein Team, das zusammenhält. Nice. Nice, nice, nice. Okay, direkt mal das Medikit reinhauen. Dann nachladen. Und let's go. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Hier scheint es leer zu sein. Da, sagt er. Hinter dem Ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Team hält hier zusammen. Und das ist ein großer, großer Vorteil. Da drüben! Ja, ich weiß schon. Hinter diesen Planen, da sind die verschiedenen gepanzerten Fahrzeuge wahrscheinlich abgedeckt. Aber die Frage ist halt, hinter welcher von den 6 verschiedenen? Da! Okay, ich versuche mal woanders hinzugucken. Ne, die setzen immer noch eine Markierung hier. Da ist jemand. Sam kommt. Und wie die da unbehelligt rumlaufen können. Guck dir das mal an. Scheiße. Fuck.
Revolutionary hat uns. Scheiße. Alles klar, schnell wieder zurück. Oh, jetzt sind wir genau auf der falschen Seite. Na gut, vielleicht können wir von hier auch was ausrichten. Gucken wir mal, da haben wir uns nämlich vorher ganz gut versteckt eigentlich. Ja, das war super. Und da sollte ja doch ein bisschen was los sein, theoretisch. Guck mal, da hinten zum Beispiel. Hm? Zeigt sich der? Wenn ja, dann habe ich ihn. Achso, warte mal, da vorne liegt da einer. Okay, der wird aber schon wieder belebt. Alles klar. Boah, das Team hier hält wirklich zusammen. Das ist cool. Das gefällt mir. Normalerweise scheißen die ja immer drauf aufs Wiederbeleben. Aber das ist hier anscheinend nicht so. Super, super, super. Ui. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Ich versuche mein Bestes. Klappt. Und jedes Wiederbeleben bringt uns eben auch wieder einen weiteren Vorteil, weil wir eben keinen Punkt verlieren, weil die anderen Gegner keinen Punkt bekommen. Und das bringt uns wieder weiter zum Sieg. Hoppla. Da vorne wird schon fleißig verblutet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe viel zu sehr das Schiff im Blick und den ganzen anderen Teil da unten überhaupt nicht. Aber da treiben sich eben auch so extrem wenige rum. Da unten beispielsweise bei den Panzern und so weiter und so fort. Da ist fast niemand. Obwohl es ja dort eigentlich Versteckmöglichkeiten noch und nöcher geben würde. Niemand hier. Positionswechsel. Die anderen räumen hier ordentlich auf. Guck mal. Alonso the Goat. 12 zu 3. Der ist super. So, mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen Glück haben. Sind wir nämlich wieder genau beim selben Punkt von gerade eben. Niemand da. Es ist tatsächlich niemand da. Ah. Anscheinend ist doch wer da. Und wir stürmen das Schiff. Das heißt, jetzt müssen sie sich zeigen, wenn sich da drüben noch irgendjemand rumtreibt. Denn wenn mittlerweile wir schon am Schiff sind, dann werden die das wohl verteidigen müssen. Oder verteidigen wollen, aber so wie es aussieht, ist da drüben tatsächlich niemand. Dafür aber sehr wohl hier. Ah. Da ist gerade einer runtergelaufen. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Sehr schön. Einer weg. Schnappt euch den anderen. Einer ist nach oben gelaufen. Achtung, Freunde. Einer ist nach oben gelaufen.
Okay, mal kurz da oben im Blick halten, das Ganze. Ich vermute, der ist irgendwo noch da drin. Oder vielleicht haben die den schon, kann auch sein. Hoffe ich zumindest. Boah, aber wir haben das super im Griff. Guck mal, 56 zu 27. Die gehen hier unter. Die gehen hier im wahrsten Sinne des Wortes unter. Okay, da brennt wieder so ein Zeppelin ab. Alles klar. Okay, wir haben das Schiff hier verloren. Vorerst die 241. So, kurz mal nachladen. Der ist weg. So, ich glaube, am anderen Schiff sind wir auch nicht mehr vertreten. Das war nur eine kurze Freude, dass wir das Ganze bekommen haben. Ui. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, 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 da ist ordentlich was los. Da hinten ist einer. Da ist ordentlich was los. Holla die Waldfee, jetzt geht's aber richtig ab. Boah, nochmal nachladen. Schnell, schnell, schnell. Wir können uns da einen nach dem anderen holen. Wo sind die alle? Wo sind die alle hin? Scheiße, hab sie aus dem Auge verloren. Eieieiei. Na komm, zeig dich. Links oder rechts? Okay, das war definitiv ein anderer. Das war Blind Eye. Von 171,8 Meter Entfernung. Und man sieht keine Killcam. Wir sehen nur unsere Leute, die wir beobachten können. Alles klar. Das war keiner von denen. So, mal gucken. Hier ist auch eine gute Posi. Das ist eine irrsinnig gute Posi. Ich weiß nicht, ob mich da jemand sieht. Der sieht mich nicht. Und der wohl auch nicht mehr. Und die da sagt wohl auch nichts mehr. Einer nach dem anderen. Tja, mal gucken, ob der über den Weg schaut. Dann haben wir einen vierten im Bunde. Boah, da geht's aber auch ordentlich ab. Guck mal. Ja, danke sehr. Kann ich nur zurückgeben. Ja, Achtung. Ich weiß, da oben sitzt noch jemand. Boah, aber ich glaube, da haben wir jetzt ordentlich aufgeräumt. Sind mittlerweile aufgestiegen, Master Sergeant Mark II. Cool, cool, cool. Aber das ist ja fast eine Gottposition da oben. Guck mal, da passiert einem überhaupt nichts. Die wissen nicht mal, wo wir sind. Also mittlerweile hoffe ich schon. Aber solange mich da jetzt niemand abschießt, ändere ich meine Position nicht. Ich bleibe hier. Wir haben noch 45 Sekunden. Mittlerweile stürmen wir das Schiff. Das heißt, die Aufmerksamkeit verlagert sich von uns zu den anderen. Nice. Boah, da haben wir jetzt aufgeräumt, Freunde. Hohoho. Cool.
So, da unten scheint clear zu sein. Ich glaube, da ist niemand mehr. Ah. Eieiei, da kommt der Sieg dazwischen. Alles klar, aber das hier war definitiv, und wir sind mal wieder MVT, der Most Valuable Player, wie auch in den Einspielrunden. Das hier war definitiv eine super Runde. Wir haben haushoch gewonnen, und zwar 87 zu 41. Alter Falter, das kann man, glaube ich, mal so stehen lassen. Super duper. Zeit in der Hocke oder Bauch links. 1000, oder Bräuch links, 1056 Sekunden. Und schau mal einer an, wir bekommen hier eine Auszeichnung nach der anderen. Einen Hodentreffer sogar. Upsi, das war gar nicht gewollt. Und eine KD von 4,67. Also das hier kann sich definitiv sehen lassen. Eine super Runde. Nice.